Wir kochen eine original badische Schneckensuppe. Ja, jetzt bin ich immer gespannt, wie sich die Damen hier anstellen. Die Schneidetechnik der Küchendamen war beim ersten Besuch des Sternekochs noch laienhaft und ziemlich langsam. Doch trotz zwischenzeitlichen Übens, so wirklich leicht geht Angelika diese Arbeit immer noch nicht von der Hand. Schneiden, nicht drücken. Dann hätte ich euch auch einen Hackeball mitbringen können. Schneiden. Man schneidet. Oh, guck mal hier, Monika. Hast du geübt? Auch noch ein bisschen geübt. Ehrlich? Ja. Also was ganz wichtig ist, das Schneiden, das musst du noch trainieren. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ja? Weil wenn bei dir die Suppe 3 Stunden dauert und könnte normalerweise eine halbe fertig sein, ne, reden wir auch hier von Kosten. Mhm. Weil Arbeitszeit kostet Geld. Monika? Ja. Okay, was war das Problem in der letzten Zeit? Kalkulation. Genau, die Preise haben nicht gestimmt. So, jetzt werden wir mal ganz genau hier rechnen. Was kosten 4 Karotten? 70 Cent. Mhm. Gut. Der erste Schritt in Frank Rosins Kalkulationsschule. Die Einkaufspreise aller Zutaten werden centgenau notiert. So auch die Butter. Jetzt müssen wir noch den Preis aufschreiben von der Butter. Ja, super. 250 Gramm. 1,15. Und weiter geht's mit der Schneckensuppe, einer badischen Spezialität. Die teuerste Zutat dabei, ganz klar, die Schnecken. Das Kilo kostet 8,50 Euro. Die Schnecken und das Gemüse werden angebraten, mit Currypulver abgeschmeckt. Und ganz wichtig, auch Gewürze kosten Geld und gehören deshalb in die Kalkulation. Curry jetzt auch auf die Liste? Ja, Curry, genau, 10 Cent. Gemüsebrühe, Schmand und Petersilie dazu. Fertig. Oh yeah. So, badische Schneckensuppe. A la Rosin und Hasenheide. Suppen, die hatte Monika bisher aus ihrer Küche verbannt. Bricht jetzt eine neue Ära an? Okay, meine Damen, dann wollen wir mal probieren. Bisschen pusten. Wie findest du sie? Ich finde sie super. Curry ist drin. Fein. Okay, Monika. Dann lass uns mal zusammenrechnen. Ja. Was haben wir denn da? Also, Ich sehe schon, 37,92. Genau. Einer arbeitet wie lange da dran? Halbe Stunde? Ja. Gut, halbe Stunde, 20 Euro. Ist dir das klar? Das ist mir klar, weil das ist ja der Lohn von jemand brutto, inklusive allem Lohnnebenkosten und richtig. So weiter, das runtergerechnet. Genau, dann haben wir noch einen Energiebeitrag von 5 Euro. Rechnen wir zusammen, sind 67,92, runden wir auf 70 Euro. So, wie würdest du jetzt weitermachen? Ich würde jetzt halt ausrechnen, für wie viel ich gekocht habe, wie viele Portionen es gibt. Ja. Und das dann durch diese 70 Euro teile. Dann hätte ich ja den Preis von einer Portion. Also, rechnen wir jetzt 70 Euro durch 22. Das sind 3,20 Euro. 3,20 Euro, EK, ja. Einkaufspreis. So, und jetzt weißt du mal, was überhaupt kochen und was so eine Zubereitung eines Essens wirklich kostet. Mhm. Und jetzt machen wir noch das, was sie verdienen muss an dieser Suppe. Und das sind dann 2 Euro. Also 60% von dem Kalkulierten ist für dich. Mhm. Und das kannst du dazu rechnen. Ah ja. Ja, und das ist dein Verdienst. Dann habe ich das verstanden.